Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil des Lernzyklus über den Prozentsatz. Jetzt bist du dran. Du darfst selbstständig eine Aufgabe lösen. Deshalb hoffe ich, dass du schon mit Stift und Block ausgestattet bist. Los geht's! Hier ist schon die Aufgabe. Und zwar, eine Packung Schokokekse enthält 125 Gramm. Laut Inhaltsangabe sind 48,75 Gramm Zucker darin enthalten. Wie viel Prozent Zucker sind es denn jetzt von der ganzen Packung Schokokekse? Du hast jetzt die erste, zweite oder auch dritte Möglichkeit zur Auswahl, um das zu berechnen. Ganz egal. Drück auf Pause und starte mit der Rechnung. So, jetzt werden wir uns die Lösung gemeinsam anschauen. Ich werde jetzt nicht alle Rechenarten extra, alle Möglichkeiten durchgehen. Ich mache zwar immer wieder Hinweise darauf, aber wenn du nicht eins zu eins dasselbe hingeschrieben hast, heißt das nicht, dass deine Lösung falsch ist. Wichtig ist das Ergebnis. Hier schauen wir uns schon die Werte an und ich starte gleich mit meiner Lösung. Und zwar die Prozente P, die suche ich. Ich schreibe sie mal so her. Ich fasse das jetzt wieder in einen Satz zusammen. P-Prozente von was will ich mir Prozente berechnen? Naja, von den ganzen Schokokeksen, von der ganzen Packung. Also von 125 Gramm Keksen. Ganz genau. Und ich schreibe das hier jetzt auch noch schön in Rot, dass diese Zahl wirklich heraussticht. Das heißt, wir berechnen uns Prozente von irgendwelchen Keksen und rauskommen soll dann der Zucker. Nämlich die 48,75 Gramm. Okay, ich schreibe es hier nochmal dazu, das ist der Zucker jetzt. Und die Frage ist jetzt, was P ist. Das heißt, falls du mit der Formel gerechnet hast, hier auch nochmal kurz dieses P war eben gefragt. Die 125 Gramm sind also der Grundwert und 48,75 ist der Prozentwert. Wenn du das in die Formel einsetzt, geht das natürlich genauso gut. Ich werde jetzt aber diese Formel langsam herleiten nochmal. P Hundertstel schreibe ich statt Prozent, statt von hier mal. 125 ist gleich 48,75. Und jetzt werde ich das Ganze umformen auf P ist gleich. Die 125 hier, die müssen mal weg. Das heißt, ich dividiere durch 125. Somit bleibt mir links nur noch P Hundertstel stehen. Achtung, nicht vergessen, du musst jetzt auch rechts dividieren. Also schreibe ich das hier direkt so als Bruch auf. Jetzt müssen wir auch noch mal 100 rechnen, damit links nur mehr P stehen bleibt. Ich schreibe also noch mal diesen Bruch und hinten dran ein mal 100. Perfekt. Ich schreibe jetzt auch noch mal die Formel für P groß auf, falls du es damit gemacht hast. Wir sehen jetzt also, dass das nichts anderes ist als W durch G mal 100. Hier oben mit den Werten kannst du das auch nochmal vergleichen. Das passt perfekt. Super. Falls du dir jetzt aber hier etwas unsicher warst, wie man diesen Bruch, wie man diese Division ausrechnet, habe ich das auch nochmal für dich gemacht. Hier zeige ich es dir gleich. Und zwar habe ich hier diese 48,75 durch 125 gerechnet. Hier sieht man das schön. Vergiss hier nicht auf dieses Komma, dass du das richtig setzt. Falls nicht 0,39 rausgekommen ist, so wie bei mir hier, dann drücke vielleicht kurz auf Pause und schau dir die Rechnung im Detail an. Ansonsten können wir gleich weitergehen und uns überlegen, was jetzt tatsächlich rauskommt. Und zwar wissen wir ja jetzt schon, dass dieser Bruch, dass das 0,39 ist. Somit ist P, also mit Kommaverschiebung, ganz leicht herauszufinden. Das sind 39%. Perfekt, ich unterstreiche das Ganze nochmal. Super. Auch hier mit der Formel durch Einsetzen wäre das natürlich super gut gegangen. Im Endeffekt wichtig ist, dass die 39% rauskommen. Jetzt schreiben wir noch eine Antwort. Und zwar wissen wir jetzt also, dass 39% Zucker in den Schokokeksen ist.
Das ist schon ziemlich viel. Naja, aber lecker sind sie auch. 39% Zucker sind in den Schokokeksen. Perfekt, fertig ist die Aufgabe. Soweit zum Prozentsatz. Jetzt habe ich noch eine zweite Aufgabe mitgebracht, um dein Können beim Prozentrechnen zu überprüfen. Diese Aufgabe ist jetzt ein bisschen gemein. Wieso? Ich mache hier auch gleich einen Blitz dazu, weil das nicht eine reine Aufgabe zum Prozentsatz ist, sondern du musst dir jetzt selbst überlegen, was ist hier eigentlich gesucht. Zur Erinnerung nochmal, was können wir alles berechnen oder was für Möglichkeiten gibt es da denn? Der Grundwert kann gesucht sein, der Prozentsatz oder der Prozentwert. Eine dieser drei Möglichkeiten hier musst du auch hier finden, musst du ausrechnen. Aber ich bin mir sicher, dass du das gut hinbekommst. Es geht weiter mit dem Zuckerbeispiel. Die Frage ist nämlich, wie viel diese 39% Zucker von einer 200 Gramm Packung denn jetzt tatsächlich sind. Also drück auf Pause. So, jetzt schauen wir uns die Lösung an. Das heißt, wir wollen eben wissen, wie viel Gramm Zucker dann diese 39% von 200 Gramm Schokokeksen sind. Hier die Prozente haben wir ja jetzt schon gegeben. Das sind 39. Ich schreibe das jetzt wieder als Satz auf, wie du das gewohnt bist. Wovon berechnen wir dann die 39%? Naja, von der ganzen Packung Schokokekse. Und wie viele sind das? Das sind die 200 Gramm. Das heißt, die schreibe ich jetzt hier dazu. Und was kommt da raus? Na, das ist ja gerade die Fragestellung. Das heißt, ich mache hier vielleicht mal ein Fragezeichen hin. Das wollen wir jetzt herausfinden. Okay, weißt du also schon, was sie gesucht ist? Diese 39% ist der Prozentsatz, den kennen wir. Auch den Grundwert, die 200 Gramm, kennen wir. Und was suchen wir somit? Klar, den Prozentwert W. Jetzt müssen wir uns nur mal überlegen, ob wir die Formel kennen. Ich schreibe sie hier gleich auf, die haben wir schon so oft verwendet. Die schreibe ich jetzt direkt auf, ohne herleiten. W ist einfach dasselbe wie P, Hundertstel. Hier das P, dividiert durch 100 mal den Grundwert. Genauso könnten wir das jetzt aus dem Satz einfach herleiten. Die Prozente nehme ich durch 100, von als mal. Und fertig ist schon unsere Formel für den Prozentwert. Jetzt brauchen wir nur noch einzusetzen. P ist 39, G ist 200. Perfekt. Rechnen wir hier weiter. Diese 39 Hundertstel sind ja nichts anderes als 0,39 mal 200. Das kannst du jetzt als Nebenrechnung berechnen. Ich habe hier gleich das Ergebnis schon für dich mitgebracht. Und zwar ist W dasselbe wie 78. Perfekt. Das heißt, wir haben jetzt den Prozentwert mit 78 gefunden. Ich unterstreiche das nochmal. Die Frage war jetzt, wie viel Gramm Zucker sind das? Das heißt, diese 78, das sind Gramm. Ich schreibe sie gleich dazu, dass wir es nicht vergessen. Und somit kann ich dann schon direkt eine Antwort schreiben. Nämlich, wie viel Gramm Zucker sind in der Packung enthalten? 78 Gramm Zucker sind in einer 200 Gramm Packung Schokokekse enthalten. Genau. Ich schreibe hier den ganzen Antwortsatz nochmal auf. Ich hoffe, du hast auch nicht darauf vergessen. Und fertig sind wir mit der Aufgabe. Hier waren eben die Prozente und der Grundwert gegeben, wie man das hier sieht, und W war gesucht. Du könntest natürlich genauso hier starten, indem du mal P, G und W aufschreibst und dir überlegst, was kenne ich davon, was suche ich, und das nicht so machst wie ich mit einem Satz. So, und dann hier diese Formel direkt aufschreiben, geht auch. Also, ja, das sind einfach viele, viele Möglichkeiten offen, die dir frei
zu wählen sind. Das heißt, such dir aus, womit du am besten klarkommst. Aber ich bin mir sicher, wenn du diese Aufgabe geschafft hast, dass du schon sehr, sehr fit bist im Prozentrechnen und in Zukunft auch nur mehr ganz, ganz wenig Fehler dabei machen wirst. Tschüss und bis dann!